Unschuldige Bürger. Wieso ist es so schwer, einen unschuldigen Bürger zu finden? Nein, Gotham City würde ich verstehen. Vor allem check ich nur. Okay, ich wollte gerade sagen, ich check den Radius nicht, dann habe ich das gerade durch die Map geschaut. Warte. Warum tust du mir das? Ich mach nochmal einen, dann haben wir noch mehr als du besitzt wow. Jetzt genug von der Essenz, ja. Die du brauchst, um in die Basis der Wächter einzudringen. Geh jetzt und hol das, was uns rechtmäßig zusteht. Okay. Ich habe jetzt auch noch mal was, was mich selbst heilt. Das gefällt mir ja schon mal ganz gut. So, wir haben eine Nebenmission. Schutzgeld. Tagebuch. Zerstöre die Schutztauber. Zauber der Wächter. Warte mal. Ich kann mir doch sicher auch. Hast du sowas nicht auf der Karte irgendwie angezeigt? Ich hab die jetzt mal ausgewählt als Hauptmission, aber das müsste. Eigentlich, das müsste hier sein auch. Hm. Verschwinde und lass diese Leute in Ruhe. Doofen Idioten verlangsamen immer. Nein! Nein, aufhören! Nur irgendwie müssten die uns ja angezeigt werden mit Schutzzaubern und so, dem ganzen Zeug. Hm. Mysteriös. Warte mal, Karte. Vielleicht sieht man das dann besser. Er hat also seine Arbeit verloren. Das ist nicht mein Problem. Raus mit ihm. Weil ich habe das jetzt als Primär ausgewählt. Ja, ich auch. Möchte Chinas arrogante Zivilisten auf haben wir gemacht. Jetzt zerstöre die Schutz. Wächter auf den Dächern in Chinatown. Ja, gut, lesen ist. Heute Abend kann ich. Gerne. Ich bin bei der Essensausgabe im Obdach. Die typische MMO-Krankheit. Such doch mal mit jemandem von deiner Größe. Ja, die Schutzzauber, die sahen schon sehr. Pass auf die Ausrüstung auf, Freundchen. Hast du anscheinend auch eins in dich? Ja, wir sind alle da. Die Spendenaktion läuft großartig. Wir haben schon 20.000 Dollar für die Hungernden gesammelt. Wo ist denn noch? Das ist beim Regenbogen. Was? Ich hab einen goldenen Topf beim Regenbogen gefunden. Ich dachte, ich hätte schon noch einen Schutzzauber gefunden, aber war doch keine. Hui. Okay. Hier ist ein Fragezeichen. Oh, ich hab einen. Ich habe sogar zwei. Dein Feldzug endet jetzt. Nice. Gut, dann haben wir. Du besitzt jetzt Blutspende. Genug der Essenz, die du brauchst, um in die Basis der Wächter einzudringen. Geh jetzt und hol das, was uns rechtmäßig zusteht. Wo bist du? Oh, wenn du, ich bin auf einem Dach. Wenn du beim Steuerkreuz nach oben drückst, dann siehst du auch übrigens deine Kombis, die du haben kannst. Okay. Steuerkreuz nach Kombos. Oben. Oh Mann. Das wurde mir gerade irgendwie angezeigt. Ich weiß noch nicht. Ich will gerade die Mission einfach nur erfolgreich beenden, aber dafür die Leute schlagen mich die ganze Zeit. Ah, Gruppenbeute, da kannst du auch schauen. Ich glaube, wir haben gerade eine Gruppenbeute gekriegt. Ja, ich habe einfach mal Bedarf angemeldet. Aber dein Bedarf ist 90. Ja, weil, ja, ich hab's bekommen. Ha. Ich mache jetzt dieses Taxi hier kaputt. Komm schon, das muss gehen. Die Mission ist anscheinend automatisch abgegeben worden dann. Ja. Helfe ich dir beim Umzug. Okay. Wo bist du? Ich verfolge ein Taxi, das ich kaputt schieße. Ich werde es schaffen. Warum ist das Taxi schneller als ich? Wie kann das sein? Oh, das ist fertig. Weil du nicht gerade im Speedmodus.
Bitte was? Wie geht das? Das geht. Okay, das ist schon cool. Vor allem, dass er einfach so wegfährt. Hey, wo sind die Leute hin? War das so eins von diesen selbstfahrenden Autos? Wahrscheinlich. Ich habe eine Zeit gehabt. Siehst du diese goldenen Töpfe hier? Warte. Warte, ich folge dir. Das oh, Folgen ist was? 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 What? Lol. Ja, wer ist das? Goldmünz mehr für dich. Ich glaube, das ist ein Event, was jetzt gerade da ist bei dem Spiel. Das ist keine Goldmünzen mehr für dich. Haben wir überhaupt eine bekommen? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier, wollte ich weiterfahren. Okay. Never mind. Hey, bei dir halten die an. Weißt du, mich fahren die mit nach vorne und bei dir halten die an. Super. Guck mich an. Was? Du hast meine Autorität. Guck das Auto an. Hier, ich fahr mit. Oh, okay. Oder nicht. Ja, ja. Schöne Weiterfahrt. Oh. Aber man hätte die Goldmünzen aufheben müssen, ne? Nicht mehr verschlagen. Oh, wir haben Gegner. Ich kann die nicht aufheben. Der hebt die auf. Warte. Hä? Wahrscheinlich, weil wir den nicht gestartet haben. So können wo geht's jetzt weiter mit der Mission? Immer im Game. Noch eine Mission heute machen. Ja, die müssen wir noch hinkriegen. Und wir... Oh nein. Nein, ich bin in der Endlosschleife gefangen gewesen. Aber die ist vorbei. Durch den Bann dringen. Schatten. Synchronisiert mit Server. Oh, Kane Street Einkaufszentrum. Ein Einkaufszentrum, yay! Und Basis der Wächter der Magie. Gut. Multifunktion. Wir werden angegriffen! Lauf um euer Leben! Ja, und ob ihr angegriffen. Achso, von denen, okay. Normale Bürger, du ballerst die ab. Irgendwie muss man Schurke werden. Aber finde ich gut, dass es geht. Oh, okay, ich da. Okay. Ja, man kann sie töten. Bam bam. Ich bin sogar so böse, ich mach das Mobiliar der Einrichtung kaputt. Oh. Die wollen entkommen, das finde ich jetzt nicht so gut. Niemand kommt ihr Leben raus. Außer wir halt. Dankeschön. Sie sind ein gutes Team. Arsch. Der ist auch dort. Okay. Ich sehe wie der Heiler aus unserer Gruppe aus, ne? Hier voll der krasse Bannkreis. Du hast ja keine Ahnung, was. Kannst du vielleicht mit der Kiste auch zerquetschen, ne? Oh! Die Kisten hochheben. Warte. Ich hätte gehofft, dass ich auch mit meiner Fee. Oh! Oh ja, das sieht sehr glaubwürdig aus. Was denn? Warte. Hui! Ich werde diesen Ort von deiner Gegenwart befreien! Das war sehr episch von ihm. Du hast ja keine Ahnung, was einfach mal so mega. Oh. Kann man da rein? Oh, ich wette, ich kann doch sicher auch, wenn irgendwo Wasser ist, auf dem Wasser laufen mit meiner Geschwindigkeit. Das wäre cool. Pass auf die Ausrüstung auf, Freundchen. Erfinde das Auge der Sünde. Weiche ab vom dunklen Pfad. Deine Botheit hat hier nichts zu suchen. Da haben wir ein Auge drauf geworfen. Oh, wir haben es gefunden. Ja, lass mich die Gegner machen. Schnapp die Beute. Ich wollte zurückgehen. Drei Flammen der Eindämmung in den nahegelegenen Vorkammern beschützt. Hä? Stell die Flammen direkt auf den Schritt, um das Auge zu stillen. Okay, wir müssen also
Drei Kammern. Ich war beim letzten Aufstand der Dämonen dabei. Das mache ich nicht noch einmal. Jetzt geht noch rein. Nee, wir müssen noch die drei Kammern. Also da sind irgendwie okay. Drei Flammen. Hast du die Sequenz gesehen? Oder wurden die mir... Ja, mir oh, da ist... Deine Gedankenschießereien. Du hast ja keine Ahnung, was du da befreist. Oh, wir haben keine Ahnung, was wir da befreien. Das ist sogar ausnahmsweise mal richtig. Als ob wir jemals eine Ahnung haben. Oh, okay. Okay, ich schätze, wir müssen es mitnehmen. Let's go. Kann man da rein? Nein, okay, das ist ein Spiegel. Oh Mann. Wir müssen das Auge der Sünde aus den Händen der Feinde fernhalten. Oh, dann erscheinen Lichthüter. Bist du schon in der Kammer gegangen? Nein. Oh, okay. Ich hab nur ein bisschen aufgehalten. Okay, gut. Oh. Ja. Piu, 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 piu. Er ist nicht stark. Aber ist schon irgendwie... Für ein MMO schon actionreicher Kampf. Ja. Ist gar nicht mal so schlecht. Könnte man sich glatt dann... Kann man machen. Kann man machen. Also irgendwie gefällt es mir jetzt schon mehr als besser als Dragon Prophet. Was? Das habe ich tue so, als ob ich das nicht. Dieses Spiel ist ja vollkommen. Wir hatten Doppelsprung. Die PvP-Duelle waren episch. Ja, vor allem, wenn die immer abgebrochen sind im Zug. Keine Ahnung, was du da befreist. Der beste Teil. Wenn es im Zug gegangen wäre, das wäre so episch gewesen. Ja, das wäre es wirklich. Ich hoffe, hier haben wir die Gelegenheit auf einen PvP im Zug. Total. Und. Erhaltertagebuch. Ich habe immer diesen Lexikon zweimal gelesen und kann trotzdem jeder bisher nur fragen, wo es zur Toilette geht. Ich habe das. Was? Dass jeder es einzeln machen muss. Ich habe das Lexikon zweimal gelesen und muss immer noch fragen, wo man zur Toilette gehen muss. Hä? Ich versteh die Codex nicht, weil ich wahrscheinlich nur bei der Hälfte zuhöre, aber... Oh, immer diese Lichthüter. Ja, ne? Voll lame. Okay. Das Artefakt wartet auf uns. Oh, okay, dann so rum. Ich bin einfach hochgesprungen. Ich wollte voll stylisch die Treppe benutzen. Okay, verlassen wir die Basis. Kannst du die Quest abgeben? Hab ich. Achso. Und zack. Ja, läuft. Und jetzt ist die irgendwie fertig abgegeben. Nee. Nur damit du doch, Bescheid weißt. Jetzt. Das Auge der Sünde ist nicht Trigons echtes Auge, falls du dich das gefragt hast. Nee. Guck dir das an. Wow, du hast noch mehr Superfähigkeiten. Wie gesagt, Magie. Jetzt will ich aber zum Abschluss dieser Aufnahmesession will ich noch auf so ein Auto springen. Oh je. Ah, ein fahrendes Auto? Wildunfall. Oh, Tada. Okay, jetzt ja. Kann es weiterfahren. Oh, na. Okay. Hier, dann muss es einen Unfall machen. Oh. Oh. Das war Alter. Ich nicht. Das war ich nicht. Nee, kein bisschen. Hier, wenn die Ampeln weg sind, ist alles viel schöner. Oh, noch ein Goldkessel. Zwei Goldkessel. Okay. Von meinem Geheimvorrat, Erdtrottel. Das sind meine Goldmünzen. Die Zeit ist um. Super Trottel. Was die Zeit? Okay. Ich verstehe nicht einfach, wie man die einsammelt. Verstehst du? Wir sind einfach zu schlecht dafür. Habt ihr die goldene Regel nicht auf diesem dummen Planeten? Du klaust da mein Zeug!
sofort her. Ich will mit dir reden. Sonst. Okay. Hä? Aber der sagt nichts. Hey! Ja. Der Goldautomat ist außer Betrieb. Hol dir einen richtigen Job. Ja. Das ist doch ein sehr positives Ende von. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bring hier runter. Oh, jetzt weiß ich, was ein gutes Finish ist jetzt fürs Erste. Bitte. Ja! Ja, ich laufe auf dem Wasser. Für mich siehst du aus, als würdest du in die Ferne laufen. Und verschwinden. Und jetzt bin ich in den Shen Lipo-Gärten. Okay. In diesem Sinne werden wir wahrscheinlich viel Schurkenabenteuer erleben. In DC Universe. Ernsthafte Schurkenabenteuer. Wir sind richtig krasse Superschurken. Und deswegen, wie immer, ciao, Menschen. Ciao, Menschen.